Ja, willkommen zu einem neuen Review. Zwar geht es um den Adelia Wassermelone. Hier seht ihr den Schnitt. Relativ feucht, relativ fein. Gefällt mir richtig gut, dieser Schnitt. Hat genauso die richtige Nuance an Feinheit mit groben Blättern gepaart, dass man auch zum Beispiel den, glaube ich, sehr, sehr gut im Kaminkopf rauchen kann oder im Naturkopf generell. Egal mit welchem Kopf ihr letztendlich raucht. Jetzt kommen wir aber da dazu, es soll ja Wassermelone sein und ich sag ganz ehrlich, also das hat für mich nichts mit Wassermelone zu tun. Ich weiß nicht, woran das lag. Wer schon mal Adelia Wassermelone geraucht hat, kann da gerne was drunter schreiben. Also für mich riecht der fruchtig, süßlich, aber hat nichts mit Wassermelone zu tun. Also so, was man so von Alwaha kennt und von anderen Sorten. Aber das ist irgendwie was ganz was anderes. Das hat einfach nichts mit Wassermelone zu tun. Also es riecht fruchtig, süßlich, aber nicht nach Wassermelone. Und ich muss auch gleich sagen, geschmacklich leider nicht so Bombe. Ich rauche übrigens im Hotshot RT mit einer Lage Alu, aber die dicke Toppitz Alu, Komplettlachung und zwei Tom Kokos. Rauchen tut der gut, aber geschmacklich ist das nichts. Also man schmeckt was Süßliches, man schmeckt auch, dass es irgendwie fruchtig sein soll, aber es ist ziemlich undefiniert und es ist ziemlich wild. Es schmeckt eher so ein bisschen wie ein Früchtemix, muss ich gestehen. Ich kann schwören, man kann so eine Ananasnote irgendwie erkennen. Das schmeckt irgendwie ein bisschen wie eine Ananasnote. Weiß ich nicht. Komme ich irgendwie nicht ganz darauf klar. Also mit Wassermelone hat das leider nichts zu tun. Daher werden auch die Punkte nicht besonders gut ausfallen. Für Schnitt, Feuchtigkeit und Rauchverhalten gibt es ein paar Pluspunkte. Wassermelone ist nicht zu erkennen. Fruchtig süß ist er. 7 von 15. Und 7 von 15 kriegt er auch eher noch wegen Schnitt. Und Feuchtigkeit, rein geschmacklich könnte man da auch bloß über 4 oder 5 nachdenken von 15 möglichen Punkten. Das ist nichts Wahres, das ist nichts, was ich euch empfehlen würde in irgendeiner Weise, sage ich ganz ehrlich. Tut mir ein bisschen leid, weil die anderen Sorten waren bisher echt alle ganz gut, aber das fällt irgendwie raus. In dem Sinne sage ich viele liebe Grüße an alle Reviewer und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Review. Bis bald und ciao.